Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag hier im Saal. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Pascal Fouquet dürfen begrüßen. Wir haben gerade vorhin darüber geredet, so die richtigen Folien, die können nicht mehr wie 24 Stunden vor dem Vortrag entstehen, weil dann sind sie nicht up to date. Er hat nämlich als Kampagne und Projektleiter von Safe Internet mehr oder weniger die grösste Kampagne zur Internetfreiheit mitorganisiert oder geleitet. Und da sind eben auch noch etliche Last-Minute-Änderungen mit hinzugekommen. Ich übergebe das Wort mit Freude an Pascal. Ja, danke schön. Ich freue mich, dass der Vortrag hier auf reges Interesse stößt. Es ist ein brandaktuelles Thema. Ich bin Kampagnen- und Projektleiter von Safe Internet. Da geht es im EU-Urheberrecht darum, um Änderungen. Das ist deshalb gerade brandaktuell. Also wir konnten unsere Petition, die die größte europäische ist und eine der allergrößten Petitionen weltweit, wir haben jetzt ganz knapp 5 Millionen Unterschriften, durften wir letzten Montag der deutschen Bundesregierung, respektive genauer Katharina Barley, der Bundesjustizministerin, übergeben. Und die Folien habe ich wirklich gerade erst fertig gemacht, weil ich in 15 bis 16 Stunden Tage habe momentan. Es dürften Rechtschreibfehler drauf sein, tut mir jetzt schon leid. Gut, also worum geht's? Das EU-Urheberrecht selber, das ist die letzte Richtlinie, die verabschiedet wurde, stammt aus dem Jahr 2001. Da besteht jetzt ein bisschen Handlungsbedarf, das sehen wir ein. Damals gab es so Plattformen wie YouTube etc. noch nicht. Und somit konnten solche Dinge auch noch nicht in diesen Gesetzgeberprozess reingenommen werden. Wir von Save the Internet selber sagen auch Urheber, ich bin selber auch so semi-professioneller Fotograf, Leute sollen davon leben können. Die sollen entsprechend angemessene Vergütung erhalten. Das Problem ist jetzt aber bei dieser Direktive, die im EU-Parlament umgesetzt werden soll, das ist so ziemlich der Worst Case, wie man das machen kann. In der Stakeholder-Analyse, da ging es eigentlich nur darum, dass die großen Medienkonzerne und Rechteverwerter ihre Bedürfnisse eingespielt haben. Die Techies, sage ich jetzt mal, die Tech-Unternehmen, wir, sage ich mal, die wurden nicht groß gefragt und der Bürger, der wurde dann erst recht gar nicht gefragt. Dann kurz möchte ich unsere Kampagne in einem ersten Teil vorstellen. Also wir sind wirklich eine Bürgerbewegung von ganz unten. Wir haben uns spontan im Internet zusammengefunden, sage ich mal. Wir sind über 500 Leute, aktive Helfer. Wahrscheinlich dürften es jetzt locker über 1000 sein. Auf jeden Fall, wenn man die Leute auf der Straße dazu nimmt. Im aktiven Orga-Team sind wir etwa 20 Leute bis 30 Leute, die Führungsfunktionen übernehmen. Und sonst die ganzen Leute, die ihnen zuarbeiten, sind über 100 Leute. Das Ganze findet komplett im Internet statt. Wir haben fast keine Real-Life-Meetings. Es wird koordiniert und bringt natürlich auch die entsprechenden Probleme. Und das ist, ich nenne es gerne so einen richtig schönen unkoordinierten Sauhaufen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich, das muss man sagen. Also ich arbeite seit einem Dreivierteljahr für Lau und ich bin froh, dass mir Reisekosten übernommen werden oder mal eine Hotelübernachtung. Und wir sind auch komplett Crowdfunding finanziert, deswegen sind wir ehrenamtlich. Ne? Wer was spenden möchte, ich mache jetzt gleich Werbung, weil wir haben echt kaum Geld. Wir haben jetzt irgendwie knapp über 10.000 Euro Budget für eine Kampagne, die einen Gegenwert von mehreren Millionen hat, muss man sagen. Also wir haben selber, sicher von unseren Leuten haben wir hunderttausende Stunden, Arbeitsstunden da schon investiert. Jetzt kann man es hochrechnen, was wir da allein schon drin haben. Dann... Diese EU-Urheberrechtsdirektive besteht natürlich aus verschiedenen Artikeln. Ich werde ganz schnell auf die einzelnen Punkte eingehen. Genau, was ich noch sagen wollte, ich habe versucht, in diesem Vortrag ein bisschen für Leute, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, die Breite zu zeigen und gleichzeitig auch noch manchmal punktuell in die Tiefe zu gehen, dass sich die Leute, die sich ein bisschen auskennen, nicht langweilen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Deswegen spreche ich aber relativ schnell. Gut, für wen gilt die Richtlinie? Primär für Content-Sharing-Provider. Damit sind konkret mal YouTube zum Beispiel gemeint, Facebook
Und dann werden auch gleichzeitig noch in diesem Artikel 2 Ausnahmen definiert. Da muss man so ein bisschen sagen, das ist so das Lex Wikipedia, weil die haben recht früh gemerkt, Wikipedia schießt gegen uns, ne? Weil die es eher uncool finden, weil Wikipedia wäre tot eigentlich. Deswegen machen wir schnell eine Ausnahme rein, dann ist Wikimedia leise. Hat nicht ganz funktioniert, weil Wikipedia gesagt hat, ja, ist ja schön, dass wir draußen sind, wir finden es trotzdem noch scheiße. Gut. Artikel 3, Data Mining, da wird eine Einschränkung kommen, und zwar soll Data Mining nur noch für Forschungseinrichtungen für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung stehen. Auf die Konsequenz davon werde ich dann nachher bei den Problemen eingehen. Dann kommen wir zum ersten richtig üblen Artikel, das ist das sogenannte Leistungsschutzrecht. Darum geht es, dass Presseerzeugnisse im Internet entsprechend vergütet werden sollen, Zeitungsartikel etc. Als Details muss man da sagen, das Blöde ist, es geht hier nicht um einen kompletten Text, sondern es soll tatsächlich sein, dass ab 3 Wörtern eine Schöpfungshöhe da sein soll. Das heißt, wenn es dumm läuft, irgendein Zitat mit 3 Wörtern ist lizenzpflichtig. Das ist, man kann sich kaum vorstellen, dass jemand auf diese, Entschuldigung, Schnapsidee kommt. Das ist im deutschen Leistungsschutzrecht, was 2012, glaube ich, auf die Agenda gekommen ist, wurde das in Detailverhandlungen so geplant. Und ich habe das auch vom VG Wort, das ist der größte Rechteverwerter in Deutschland, habe ich mir das vom Geschäftsführer letzten September mal bestätigen lassen, so, ja, auf Europa wollen wir auch wieder so 3 Wörter, ist dann so die Hausnummer. Da kommt so das Argument, ich liebe es, wir sind Papst, ich liebe es, etc., kommt dann so rein. Aber das muss man sich vor Augen halten. Dann so diese Snippets, die im Internet so unter Nachrichtenartikel kommen, die sollen dann natürlich auch lizenzpflichtig sein. Dann sagen sie immer, Linktext existiert nicht, also es wurde immer argumentiert, dass die Verlinkung selber, der Text von dem Link nicht lizenzpflichtig sein soll, diesen Link zu setzen. Das Blöde ist aber, viele Nachrichtenseiten gehen zum Beispiel hin und nehmen den Titel ihrer Publikation, nehmen sie als kompletten Link. Und dann wäre es wieder drin, wenn es dumm war. Und da muss ich einfach sagen, so hey, wenn ich einen Link sehe oder klicken soll, dann will ich sehen, genau wo der hinführt. So, ne? Sicherheit, Phishing und man kennt es jetzt ja ein bisschen. Und das Problem ist auch, keine Ausnahmen sind dafür vorgesehen. Also auch kleine Blogger oder so sollen das entsprechend dann abführen müssen. Das ist ja kurz auf Durchlauf das Leistungsschutzrecht gewesen, was daran dann nochmal konkret inkludiert. Konsequenzen kommen später. Dann kommen wir zu diesem ominösen Artikel 13, wo auch diese Upload-Filter drin sind. Das heißt Inhaltserkennung. Was wird hier gerade geteilt? Das soll dann letztlich auf Bilder, auf Videos angewendet werden. Gehen wir kurz eben jetzt gleich so ein bisschen so bupp rein, für die Leute, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Im Artikel, im Absatz 1 ist da so der erste Sprengsatz drin. Und zwar bisher hatten wir ja die Regelung, dass derjenige, der das hochlädt, der ist verantwortlich, er muss ein Häkchen machen, ja, ich habe das Urheberrechtliche, ich habe die Lizenzen dafür, das ist die Sache gut. Jetzt gehen sie aber hin und sagen, die Plattformen sind dafür verantwortlich. Das ist so ein bisschen, wie wenn man sagt, die Post wäre eben dafür verantwortlich, wenn eine Briefbombe durch die Gegend geschickt wird. Das ist ungefähr die Hausnummer einfach, ihr kennt diese Analogie wahrscheinlich schon aus anderen Diskussionen. Also es ist wieder die gleiche Hausnummer. Der Infrastrukturanbieter, der soll dafür haftbar gemacht werden. Aber dann auch nicht so ganz, kann ich jetzt leider nicht ins Detail gehen, aber das ist, also der ganze Artikel 13 ist von der Ausformulierung, auch wenn man Upload-Filter sogar cool findet, das hat er extreme handwerkliche Mängel. Dann gehen wir auf den Absatz 2. Wenn ich jetzt was hochlade und ich bin nur so ein kleiner YouTuber oder so, dann falle ich unter diese direkte Pflicht der Plattform, sofern ich eben nicht kommerziell agiere und keine nennenswerte Einnahme mache. Das ist so ein bisschen, wo man schon sagt, so ja, super, total schwammig, das wird ein Spaß für die Juristen sein, was sind nicht signifikante Einnahmen, sind es 100 Franken, 500 Franken im Monat, ne? Na, dann schon mal viel Spaß. Aber das Üble ist dann, dass dann direkt auch der kleine YouTuber, sag ich mal, in die Haftung genommen wird. Und wie der in die Haftung genommen wird, da komme ich dann gleich später dazu. Und dazu muss man auch noch sagen, die großen YouTuber, die müssen momentan eh schon Lizenzen abschließen. Also über die generieren sie gar nicht mehr, die kleinen erwischt es dabei. Dann, wenn keine Genehmigung erteilt wurde, dann sollen die großen Provider halt verantwortlich sein, dass keine unlizenzierte öffentliche Wiedergabe
durch ist, gemacht wird. Und da sind halt einfach letztlich die Upload-Filter auch drin in diesem Absatz 4. Kommen wir da drauf, weil die Pflichten, die hier definiert werden, die Plattform und auch letztlich die kleinen YouTuber, die müssen alle Anstrengungen unternommen haben, eine Genehmigung eingeholt zu haben. Das müssen sie nachweisen, wie diese aussehen soll. Das wird komplett offen gelassen. Also wenn man es wirklich ganz hart auslegt, dann muss man wirklich alles unternommen haben. Ne? Es steht wirklich so mehr oder weniger drin. Die Pflichten sind dann gleichzeitig auch noch, die Plattformen, die müssen Lizenzen für alle potenziellen Inhalte abschließen. Komme ich nachher noch drauf, was das heißt. Das klingt ja erstmal gut. Ne? Und dann müssen wir auch alles unternehmen, dass wenn bekannt ist, dass es nicht mehr hochgeladen werden darf. Und das ist dann ganz konkret der Upload-Filter. Da sagen auch immer so die Befürworter von dieser Direktive, ja, Upload-Filter steht ja gar nicht drin, da stehen Methoden drin zur Inhaltserkennung. Und das ist so ein bisschen so wie, bringe eine Waschmaschine von Zürich nach Bern. Das kannst du zu Fuß machen oder man kann es halt auch mit dem Auto machen. Ne? Das Auto wäre jetzt der Upload-Filter. Oder bewege dich von Zürich nach New York in 8 Stunden. Dann kann man auch sagen, okay, man wird nicht verpflichtet, ein Flugzeug zu nehmen. Ne? Das ist etwa so ungefähr. Die technische Umsetzung wird einfach nur über Upload-Filter funktionieren können. Und dann muss man auch sagen, steht drin, wenn die Plattformen Kenntnis haben, dann muss man es löschen. Das ist aber der aktuelle Stand. Notice and Takedown. Das ist das, was wir bisher kennen. Dann gibt es noch ein paar Ausnahmen. Und zwar Plattformen, die jünger als 3 Jahre sind. Die sind ausgenommen. Das heißt aber, wenn du halt 3 Jahre alt bist, dann musst du eine entsprechend gute Geschäftsidee gehabt haben, musst entsprechend gewachsen sein, was du dir das leisten kannst, diesen Upload-Filter. Dann, na gut, unter 10 Millionen und du darfst im Monat nicht mehr als 5 Millionen Nutzer erreichen. Der Gag ist aber der, eine dieser Anforderungen muss erfüllt sein und dich erwischst. Das ist nicht nur alle drei. Ganz wichtig. Dann kommen wir zu den Problemen. Urheberrecht wird gerne zur Informationskontrolle eingesetzt. Und Jorgo hat mir gerade im Zug das aktuellste Beispiel gebracht. Vor einer Woche wurde fürs E-Voting der Source Code veröffentlicht auf GitHub. Und letzte Nacht kam ein DMCA Takedown Request und das ist jetzt aufgrund von Urheberrechts, wurde das einfach rausgehauen. Ja, also es ist nicht mehr verfügbar. Es gibt natürlich Kopien, welche Wunder, ne, mit dem Internet. Aber eben, es ist Informationskontrolle. Es ist nicht genehm, dass die Leute den Source Code vom E-Voting in der Schweiz angucken können. Da würde ich dann gleich auch noch den Talk von Jorgo empfehlen, der dann nochmal ein bisschen detaillierter drauf eingeht. Dann haben wir das Problem bei Artikel 3 mit dem Data Mining. Das Privatunternehmen, das ist ja auf der einen Seite immer so ganz gut, wenn ich mir das Geschäftsmodell von 1&1 zum Beispiel angucke, also GMX, die tun natürlich die ganzen E-Mails analysieren etc. und tun ja dann Werbung und so weiter draus machen. Problem ist aber, dass zum Beispiel in der KI-Forschung muss man natürlich auch Data Mining machen und das würde diese Geschäftszweige würde man da komplett aus Europa verbannen, mehr oder weniger, die würden abwandern. Dann natürlich in Artikel 11 bin ich schon auf die Schöpfungshöhe eingegangen. 3 Wörter, habe es erklärt. Dann das Problem ist, habe ich vorher angekündigt, es müssen Lizenzen mit allen Menschen auf diesem Planeten abgeschlossen werden, weil da drin steht, für alle potenziellen Inhalte, die urheberrechtlich geschützt sind. Und es ist einfach so, wenn ich jetzt ein Foto von euch mache, dann habe ich in den meisten Ländern schon eine Schöpfungshöhe erreicht, dass das urheberrechtlich geschützt bin. Ich bin direkt schon mal damit ein Urheber. Und man muss eigentlich jeden Menschen fragen, so einen Generalvertrag abschließen. Da sage ich mal nur, viel Spaß. Und das Ganze zerstört dann letztlich auch das Internet, wie wir es kennen, weil das Internet konnte eigentlich nur so entstehen, wie wir das heutzutage kennen, das Web 2.0, über dieses Safe Harbor Abkommen. Dass eben der Nutzer verantwortlich ist und nicht die Plattform. Dadurch ist erst Web 2.0 etc. entstanden. Und diese Grundlage wird da komplett genommen. Also es hat wirklich so richtig viel Sprengkraft, das Ding. Und dann noch, Moment, gehe ich zurück. Und dann noch ist halt der Punkt auch der, ich habe vorher gesagt, ihr seid älter als 3 Jahre, dann erwischt es euch. Das heißt, wenn ihr eine kleine Webseite habt, wo ein Forum drauf ist, und ihr habt Werbung geschalten, die
die halt nur für um die Serverkosten zu decken da sind, dann müsst ihr Upload-Filter einsetzen. Viel Spaß. Und dann zu den Upload-Filtern selber. Die sind fehlerhaft. Also es gibt so ein Content-ID-System von YouTube, das kennt man, das ist leider wirklich fehlerhaft, nachweislich. Upload-Filter können keine Satire erkennen, also wird immer so gesagt, ja, künstliche Intelligenz und so, ne, das kann das dann sicher. Naja, sollen sie mal künstliche Intelligenz entwickeln, die halt Humor entwickelt, ne, sonst kann die halt keine Satire erkennen. Ne. Das wäre ja schon mal hier das große Problem. Dann gibt es natürlich auch das Overblocking, eben diese Filter sind fehlerhaft. Und da muss ich einfach sagen, man hat ein Einspruchsverfahren vorgesehen, aber das ist dann ein schön langer Prozess und irgendwann hat man auch halt keinen Bock mehr auf dieses Ganze. Und dann gehen wir mal hin, noch so ein Hinweis, in diese Plattformen werden definiert, dass der Hauptzweck dieser Plattform ist, urheberrechtlich geschütztes Material zu tauschen. Und jetzt gucke ich mir mal das Geschäftsmodell an von Facebook. Das ist ein Use Case von Facebook, dass man das vielleicht kann. Das ist definitiv, das ist unbestreitbar. Aber ist es der Hauptzweck von Facebook, dass man da urheberrechtlich geschütztes Material teilt? Würden Juristen vielleicht sich drüber freuen, über diese Formulierung? Okay, gehen wir mal zur Glaskugel. Was wird passieren? Das Leistungsschutzrecht. Google wird hingehen, da geht es hauptsächlich um Google News und sagt einfach, gut, ich verlinke euch einfach nicht mehr. Und tschüss. Das gab es schon mal eben 2012 im Leistungsschutzrecht in Deutschland. Traffic auf den Nachrichtenportalen ist einfach mal um 50% eingebrochen und die Haupteinnahmequelle halt von den Nachrichtenportalen, die Werbung, war ein bisschen doof, die Idee. Deswegen haben sie ganz schnell eine Gratislizenz bekommen. Ich denke, es wird auch wieder passieren. Des Weiteren, die Abrechnung soll pro Klick laufen. Also auf gut Deutsch, die EU-Urheberrechtsreform wurde durchgewunken. Was dann passierte, wird dich schockieren. Diesen Journalismus werden wir fördern. Und nicht Qualitätsjournalismus, der eigentlich gefördert werden sollte. Und dann noch zum Leistungsschutzrecht selber. So die Leute, die hier gerne mal ein Startup hochziehen, macht eins, wo Textformulieren vollautomatisiert gemacht werden. Ja? Könnt ihr Geld verdienen. Dann zu den Upload-Filtern. Wird es auch ein Geschäftsmodell gehen? Ihr kriegt ja so die Sachen vorgeworfen, ne? Könnt ihr gleich die Investoren einsammeln. Es wird Upload-Filter as a Service geben, weil Google, naja, die sagen, ja, wir haben das so mehr oder weniger und dann verkaufen wir das mal hier in 10er im Monat und dann habt ihr 1000 Checks auf eurer Webseite. Oder halt, ihr braucht 10.000 Checks, ja gut, der kostet halt 60 Euro. Ne? So wird das, sowas wird wahrscheinlich kommen. Und des Weiteren denke ich auch, dass wir dezentralisierte, kryptografisch abgesicherte Plattformen bekommen werden. Wir haben die Datenleitungen, die dick genug sind. Wir haben den Speicherplatz, der kostet auch nichts mehr. Und da wird es halt ein bisschen sportlich, auf verschlüsselte Daten einen Upload-Filter laufen zu lassen. Und gleichzeitig wird sich auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ändern. Und zwar, wenn ich zum dritten Mal so einen Takedown gekriegt habe, da habe ich auch keinen Bock mehr, da einen Einspruch zu machen. Und auch die Leute werden sich vorab zensieren, weil nicht mehr wer mit wem nur protokolliert wird, sondern auch wer war es, wenn ich zum dritten Mal zum Thema was Kritisches gepostet habe, dann kann man ableiten, ah, der tickt so ein bisschen, ja, der denkt das auch wirklich. Gut, muss ich ganz schnell machen, ich überspringe es, weil ich habe keine Zeit mehr. Tut mir leid. Kurz noch zu unserer Kampagne. Der Startschuss war am 12. Juni. Wir waren mehrfach im Europaparlament. Wir haben am 5. Juli einen Zwischensieg errungen. Da sollte das nämlich erstmal durchgewunken werden. Wir haben mit unserer Petition nachweislich, wurde uns auch von vielen Leuten gesagt, Politikern und so weiter, wir haben die in die Medien reingetragen. Deswegen, ihr habt es wahrscheinlich auch mitbekommen, in 20 Minuten war das auch im Juni mal da. Haben wir es geschafft, dass so einen großen Fokus aus der Öffentlichkeit auf dieses Thema gebracht wurde, dass die Parlamentarier das tatsächlich erstmal abgesägt haben, dass sie nochmal Detailberatungen machen können zu dem Ganzen. Dann haben wir im September mal verloren. Und ja, momentan haben wir halt, ich habe so um 13.06 nachgeguckt, 4,8 Millionen Unterzeichner, sekündlich steigend. Jetzt gibt es ein kleines Video. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Nein, Ton funktioniert nicht. Ton? Ja. Okay, ich lasse es ablaufen. Schade.
Das ist die Abstimmung am 5. Juli gewesen, 5. Juli gewesen, wo das abgelehnt wurde. Okay, machen wir das so. Die Jungs wollen gucken. Gehen wir mal kurz noch auf die übergeordnete Dimension ein. Vielleicht kann ich das Video ganz am Ende nochmal zum Laufen bringen. Die übergeordnete Dimension ist einfach, dass hier milliardenschwere Konzerne gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite Verlage wie Bertelsmann oder Axel Springer oder auch zum Beispiel die Musikrechteverwerter. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, steht Google mit YouTube. Und das Problem ist einfach, der normale Bürger wie wir bleiben immer wirklich so außen vor. Ja, der Bürger bleibt außen vor, ne? Ich hätte gesagt. Gut, und dann hat das Ganze nochmal eine richtige politische Dimension bekommen, weil Angela Merkel hat sich da vor 2 Wochen auch eingemischt in diesen Verhandlungsprozess, der im Trilog stattgefunden hat. Und da ist noch interessant zu wissen, Freundin von Angela Merkel sind Lismond, der gehört Bertelsmann, und Friede Springer, Axel Springer Verlag, die hat sich da eingemischt und hat da maßgeblich dafür gesorgt, dass diese Direktive nochmal durchgedrückt wird. Und da sieht man, Merkel hat in Deutschland ein Machtwort gesprochen. Deutschland ist eine der größten Länder in Europa, hat natürlich damit auf EU-Ebene am meisten zu sagen. Doch, ich spiele jetzt mal schnell, die Zeit wird eh knapp. Die Kampagne gegen uns, wir haben Vorwürfe bekommen natürlich, dass wir alle Bots sind, das war super geil. Ach, da war, ich kann sie leider Details nicht sagen, es war zu lustig, was da gerade gekommen ist. Da haben wir so eine Kampagne, die von Google finanziert ist. Es wäre mal echt cool, wenn ich meinen Tagessatz Google abrechnen könnte. Dann wir sind instrumentalisierte Kinder, ne? War auch sehr geil. Dann vor einer Woche, das war der Abschluss, die EU-Kommission, also die Regierung in Anführungszeichen von der EU, hat uns, also die ganzen Bedenkenträger, als Mob bezeichnet. Und wir haben eine Meldung beim Finanzamt bekommen, weil wir Spenden einsammeln. Aber wir wussten zum Glück schon, dass wir das ruhig machen können. Dann, wie geht es weiter? Wir haben europaweite Demos geplant. Das sind jetzt schon über 25 angemeldet. Der Demotag ist am 23. März. Habe ich vergessen hinzuschreiben, glaube ich. Nee, kommt jetzt. Ah, Demo in Zürich nämlich auch. Ne? Vorgestern, wer hat es angemeldet? Vorgestern. Wird stattfinden. Der Ort ist noch nicht ganz klar, weil es Bauarbeiten am Helvetiaplatz gibt. Und das Thema ist auch sehr relevant für die Schweiz, weil in der aktuellen Reform des Urheberrechtsgesetzes sollen auch die Upload-Filter drin sein. Deswegen hier steht hier 39D. Könnt ihr euch merken, nachlesen. Es kommt auch in der Schweiz. Und dann gibt es Ende März, Anfang April die Endabstimmung, deswegen haben wir auch dann diese Demos gelegt. Und nochmal kurz auf die Demos einzugehen, die können richtig groß werden. Wir haben ganz große YouTuber dabei, die die Leute aufrufen. Wir werden wahrscheinlich auch Gewerkschaften haben, die dazu aufrufen. Also wir reden hier in manchen Städten sicher von Leuten im Zehntausenderbereich, die da kommen werden. Und gerade jetzt läuft auch eine Demo, die zweite Demo in Köln. Wenn jemand googeln will, kann er uns noch schnell stecken, wie viele Leute da gerade hingegangen sind. Dann noch schnell ein bisschen Fun Facts, so ein Vortrag soll ja auch ein bisschen lustig sein. Ne? Wir haben ganz am Anfang, das Video haben wir jetzt nicht gesehen, wir haben so eine Flyerkette gemacht. Und da hat einer gratis drucken können in Hamburg. Und da haben wir ja innerhalb von, keine Ahnung, 6 Stunden wurden Leute organisiert, die quer durch Deutschland diese Flyer transportieren. Da wurden Autos Übergaben gemacht und eine war so bei Frankfurt, nachts um 4 Uhr. Und dann haben wir aus dem einen Auto, ne, Kartons ins andere Auto rüber gemacht. Und dann kam so plötzlich Polizei und wir haben halt gedacht, dass wir vielleicht eine Drogenübergabe haben oder so. Und dann, das Bild haben wir jetzt leider auch nicht gesehen, war auch im Video. Wir haben bei der Übergabe jetzt bei der Bundesjustizministerin, haben wir sich an den Koalitionsvertrag erinnert. Weil da steht schön drin, Koalitionsvertrag in Deutschland, SPD, CDU und CSU, Uploadfilter werden als unverhältnismäßig abgelehnt. Das ist so ein richtig geiler Funfact. Merkel juckt es nicht und viele andere Politiker auch nicht. Und wir haben die so ein bisschen überrumpelt. Wir sind da zu ihr hingegangen, haben dieses offizielle Pressebild gemacht, so 4,7 Millionen Menschen fordern. Und dann haben wir gesagt, wir hätten noch eine Bitte, könnte man noch ein Bild mit dem Koalitionsvertrag machen, haben das Riesenschild geholt. Und ich habe schon so rüber geguckt, da habe ich den Pressereferenten gesehen. Und er so, und Katharina Barley so, ja. Und der so, oh, ich gehe weg. Und
Man sieht es auch auf den Videoaufnahmen, wie so das Höpfchen gepflanzt. Katharina Barley ein paar Sekunden später so hat noch gemeint, so, ach Kinder, das hätte er mir ja sagen können. Und man sieht auch in diesem Video so, wie sie merkt, so, ach, was mache ich hier gerade? Und dann noch kleiner unabhängiger Funfact, aber er ist auch aktuell. Tegel, da habe ich ja den Dings gesehen. Beim ersten Rückflug aus Berlin habe ich mir auch gedacht, so diese Nacktscanner am Flughafen, diese Dingskontrolle. Nee, da habe ich auch keine Lust zu. Ich habe jetzt deinen Artikel nicht gelesen, aber ich habe nur gehört, eben, du kriegst volle Breitseite ab, ja, dann machen wir das volle Programm, Sprengstofftest etc. etc. Und das haben wir eben auch habe ich da auch abgekriegt. Und dann kurz, eben ist das das Untergang des Internets. Eben, ich habe es gesagt, das Web 2.0 konnte nur wegen dem Self-Harbor so kommen, so entstehen, wie es ist. Da basteln wir richtig rum. Und eben diese Überwachung, nicht mehr wer mit wem, sondern wer was. Und das wird zu einer Selbstzensur bei vielen Leuten führen, auch bei mir zum Beispiel. Gut, und dann muss ich sagen, wir waren in dem Moment, das war purer Zufall, dass wir erstens entstanden sind, zweitens ein paar pure Zufälle, dass wir viral haben gehen können mit unserer Kampagne, dass wir da plötzlich diese 100.000 Unterschriften gesammelt haben. Und ich weiß, hier sind einige Leute politisch aktiv und ich muss sagen, das nächste Mal werden wir nicht da sein, da wird wahrscheinlich wieder keiner dastehen, der so einen Bockmist verhindert. Deswegen will ich meinen Aufruf an euch, ich weiß, es ist nervig, politische Arbeit, ich mag sie auch nicht, ich mache sie halt, ne? Aber werdet aktiv, sowas muss eigentlich im viel früheren Stadium verhindert werden. Weil so eine Last-Minute-Aktion, die klappt wirklich nur ganz selten. Werdet aktiv. Und deswegen die Frage auch beantwortet, ja, das Internet wird sich ändern, jetzt habe ich da noch schnell den Links. Können wir, ja. Zwischenzeit vielleicht eine Frage, falls wir da noch eine Frage haben. Also, es ist eigentlich keine Frage. Ich möchte eine Ergänzung anbringen. Ist mir wichtig, einfach, dass wir hier alle, die hier sind, wissen, dass es tatsächlich so ist, wie es vorhin angekündigt worden ist. In der Schweiz ist etwas ziemlich Schlimmes passiert. Also die jetzige Urheberrechtsrevision, wie sie angedacht war, war schon schlimm genug mit dem Lichtbildschutz, der drin war und ein paar anderen Dinge. Aber am 12. Februar hat die Ständerätin Geraldine Savary zwei Vorlagen, zwei Gesetzestexte in den Ständerat, in die Kommission der Wirtschaft, Bildung und Kultur gebracht. Und diese beiden Vorlagen wurden durchgewunken und die sind Leistungsschutzrecht, sehen das vor, zwar schlimmer, als es in der EU-Richtlinie vorgesehen ist. Es ist zusätzlich noch eine Vergütungspflicht vorgesehen, die nicht veräußerbar ist. Also das heißt, auch die ganze Creative Commons-Idee wird infrage gestellt und ist in Gefahr. Es wird extrem wichtig sein, dass wir hier jetzt uns auch aufrichten und mitmachen bei diesen Aktivitäten, weil es ziemlich schlimm aussieht. Und am 12. vielleicht noch terminlich, am 12. März wird das im Ständerat diskutiert werden. Dann ist die Frage, ob der ganze Ständerat das so weiternimmt. Und danach geht es dann in die Differenz, beziehungsweise geht es dann wieder zurück in den Nationalrat, in die RK. Und ich denke wirklich, es ist wichtig, dass uns bewusst ist, es geht jetzt um die Wurst. Vorher, der Lichtbildschutz war schon schlimm, aber wenn das jetzt zusammen mit dem, was jetzt drinsteht, durchkommt, dann ist es eine Katastrophe. Und leider sind die Journalistinnen und Journalisten, die organisiert sind, für diese Lösung. Und das ist ein großes Problem, auch beim Umkämpfen dagegen. Okay. Wir versuchen das nochmal mit dem Video. Und dann ist leider... Mehr als 5.000 Leute sind gerade in Köln. Wie? Mehr als 5.000 Leute. Super. Lass uns im Hintergrund laufen. Genau. Es kommen noch ein paar schöne Bilder. Das ist halt. Ja, genau. Hier kurz die Flyer verteilen. Ja. Na, es geht nicht. Hier die ganze Flyer-Aktion. Also, da wurden. Wir haben innerhalb von wenigen Tagen haben wir irgendwie
Zehntausende Flyer. Geben wir sie Bots, da haben wir gesagt, so, wir schreiben halt Briefe. Ne? Da haben wir mehrere tausend Briefe an die EU-Parlamentarier geschickt. Das sind noch die ganzen Kommentare, die wir bekommen haben. Ja, es ist dann ziemlich durchgestartet. Irgendwann hat sich ja Google nochmal eingemischt im November, dann haben wir nochmal ein paar Millionen gekriegt dazu, muss man sagen, obwohl Google da ein bisschen Mist erzählt hat. Catherine Styler hält eine Brandrede für uns. Das ist Julia Reda, die Piratin im Parlament. Das war gerade noch Martin Sonneborn von der Titanic. Findet er uns auch cool. Das ist Axel Voss, das ist derjenige, der das für die CDU durchdrücken will. Haben wir ihn konfrontiert, der war eher weniger amused. Da haben wir die ersten Demos dann noch gemacht und dann die zweiten Demos. Hier, Jimmy Wales unterstützt uns. Übrigens auch Tim Berners-Lee findet die Direktive schlecht, Vincent Cerf genauso. Das sind jetzt so ein paar MEPs, die uns, Wycliffe Jean ne, von den Fugees, also da muss man einfach sagen, ist auch ein Künstler. Ja, hier ist der Discord, wo wir uns organisieren, das ist noch ein altes Video. Wir haben am Sonntagnacht, haben wir ein Video gemacht, wo knapp 1000 Leute oder so im Voice drin waren, vielleicht sogar 2000, ich habe sie nicht durchgezählt. Und eben, ne, wir geben halt noch Vollgas. Wir haben es jetzt wirklich in der Hand, dass wir gegebenenfalls. Ich habe noch eine Frage. Es ist vorhin gesagt, dass die Gewerkschaften auch an der Demo gegen das Urheberrecht interessiert sind. Soweit ich weiß, ist die Partei der Gewerkschaften, SP, ziemlich auf dem Holzweg am Urheberrecht. Also befürwortet den Mist, der da vorgelegt wird. Beziehe mich auf einen Stimmungswandel stattgefunden, den ich nichts weiß? Oder wie ist das so? Ja, also ich beziehe mich hier auf Deutschland. Also wir haben mit Jusos Kontakt aufgenommen dort und die haben gesagt, die wollen die Gewerkschaften angehen. Aber es ist schon noch so, dass Verdi zum Beispiel auch sich positioniert hat für das Ganze, für die Autoren, aber auf der anderen Seite zum Beispiel nur mal so als Hausnummer, der Internationale Journalistenverband, Dachorganisation, hat sich inzwischen auch gegen diese Direktive ausgesprochen, weil sie einfach Mist ist. Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Insbesondere da in 12 Minuten die... Nein, ja, wir haben ja jetzt eine Stunde Zeit. Ah, wir haben ja Zeit. Also, wir halten es jetzt nur vom Mittagessen ab. Wer noch 2-3 Minuten vom Mittagessen abgehalten werden möchte, scheint hier die Mehrheit zu sein, dann machen wir doch vielleicht noch 1-2 Fragen. Ich gucke auch weg. Und die anderen dürfen flüchten. Okay, also ich möchte gerne einfach noch ein Statement auch sagen bei den Argumenten gegen die Upload-Filter. Ich finde die technische Verunmöglichung von Handlungen, die gegen das Gesetz verstoßen, wie auch das Copyright-Schutz oder so, die technische Verunmöglichung ist eine ganz andere Flughöhe, als wenn man nachher ein Verhalten bestraft. Es nimmt den Individuen die Möglichkeit zu entscheiden, doch, ich möchte ein Gesetz brechen und lebe mit den Konsequenzen und eventuell hat die Person ja auch Rechtfertigungsgründe, die dann nachher gar nicht mehr geltend gemacht werden können, weil es einfach technisch verunmöglicht wurde. Deswegen finde ich, Upload-Filter sind eigentlich im Kern, haben etwas mit einer totalitären Gesellschaft zu tun. Deswegen habe ich Informationskontrolle auch da reingenommen, das ist leider ein Instrument ist dafür. Da könnte man gleich anschließen, was mir natürlich fehlt in der Direktive, auch im Schweizer Urheberrecht, ist, dass die Leute, die fälschlicherweise einen Rechteanspruch geltend machen und Kommunikation filtern, nicht bestraft werden. Also es wäre das Mindeste, dass jemand, der politische Zensur ausübt, indem er dafür sorgt, dass gewisse Inhalte nicht hochgeladen werden können, bestraft wird, wenn es nicht wahr ist, dass er wirklich Rechteinhaber ist. Zum anderen möchte ich sagen, wir sollten schauen, dass wir mit Save the Internet zusammenarbeiten. Momentan wäre also fällig bei uns ganz viele Briefe an die Ständeräte schreiben. Wäre eine Maßnahme, die freuen sich sicher über was.
weitere Statements? Also dieses Bild, was du da hinten gemacht hast, ist ja, trifft die Sache ja ganz eindeutig. Ich verstehe nicht, wieso es dazu gekommen ist. Jetzt eine Frage, habt ihr im Nachgang, nach dieser, wir positionieren uns so von Regierungsseite und der Abstimmung hinterher, etwas gehört, was sozusagen die, was ist die offizielle Begründung, warum man sich gegen den Koalitionsvertrag hier explizit positioniert? Also Angela Merkel hat gesagt, dass die Rechte und Pflichten aus der analogen Welt auch in der digitalen Welt gelten müssen. Und da hat Julia Reda auch einen netten Kommentar abgefasst, so, aha, die Post muss vorab Zensur betreiben. Das ist so das Offizielle, wie sie sich dazu geäußert hat. Inoffiziell kann man es eigentlich ziemlich deutlich sagen, Axel Springer hat in Deutschland das Leistungsschutzrecht Nummer 1 durchgedrückt und auch massiv da lobbyiert. Also Döpfner war zum Beispiel mit einer Delegation im September im Europaparlament vor Ort. Und es gibt so ein paar Zeitungsartikel, die das aufgreifen, auch recht klar sagen, aber sonst wurde es uns von einigen MEPs, also Parlamentariern im Europaparlament, gesagt, Axel Springer ist da dahinter. Also es muss sagen, sind die großen Rechteverwerter und die Medienkonzerne, die das haben wollen, fertig. Das war vielleicht noch ein bisschen an deiner Frage vorbei. Die offizielle Begründung, ja eben, die armen Urheber, die werden immer vorgeschickt, die armen Urheber, die müssen ja davon leben, aber es wurden einige Punkte nochmal gestrichen, die denen eigentlich wirklich geholfen haben. Deswegen ging es auch nur im September durch. Das ist jetzt wieder raus, Axel Voss hat das gemacht. Und jetzt profitieren dann wirklich nur die Rechteverwerter, muss man sagen. Und der kleine Journalist, der Fotograf oder Filmer, ist eigentlich raus. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, die Upload-Filter sind ja vor allem auch eine Forderung der Unterhaltungsindustrie. Und interessanterweise ist es ja so, dass das ursprünglich oder eigentlich hauptsächlich ja von den Unterhaltungskonzernen aus den USA gesteuert wird. Normalerweise hört die EU sich nicht unbedingt an, was die USA unbedingt will. Aber die Unterhaltungsindustrie hat das eben sehr gut gelöst. Sie haben der größte Musik-Unterhaltungskonzern, die Universal Music Group, die zwar in den Staaten sitzt und auch in den Staaten an der Börse kotiert ist, gehört der französischen Viacom. Also die haben eigentlich dadurch erreicht, dass Frankreich, als ein Land, welches halt für den Staatskapitalismus und Zentralismus bekannt ist, grundsätzlich auf der Seite der amerikanischen Unterhaltungsindustrie ist, weil sie die Besitzer sind des größten Musikkonzerns. Und es war ja auch so, dass der Macron sich bei der Merkel ja eingesetzt hat, um eben diese Upload-Filter-Ausnahmen aus der Direktive rauszubringen. So. Bisschen andere Flughöhe oder andere. Ich kenne mich zu wenig aus in den ganzen Themen. Ich höre nur immer, man ist dagegen. Gibt es Aktivitäten, wie es denn sein soll? Also es ist einfach zu sagen, man ist dagegen, aber mit einem richtigen Vorschlag zu kommen, wäre dann schon vielleicht auch was, um in die Diskussion einzubringen. Vollkommen richtig. Ein Satz dazu. Momentan geht es uns natürlich darum, dass wir das Ding kippen, weil es in der Form ist halt wirklich... Ja, also im Moment, dass das hier... Genau, ja. Nur zu sagen, das ist von unserer Kampagne, das ist auch das gute Recht. Aber Lösungsvorschläge zum Beispiel, Leistungsschutzrecht. Habt ihr vielleicht mitbekommen, vor einer Woche oder so hat Apple gesagt, sie wollen Netflix für Nachrichten machen. Also ich persönlich fände ein zentrales Login, wo du irgendwie 20 Stutz, sagen wir auch 30 Stutz im Monat zahlst und dafür wirklich auf alle Presseerzeugnisse online Zugriff hast. Also ich meine, Grenzkosten für ein Presseerzeugnis, was du im Internet liest, ist ja gegen null. Ne? Sowas zum Beispiel, dann sieht man es auch total, kann man es auch direkt per Klick sehen, was wurde wie oft gelesen. Thema erledigt. Die Monetarisierung wäre so möglich. Bei Musik und so weiter, sowas wie eine Kulturflatrate, die halt auch noch ein paar weitere Dinge berücksichtigt. Das wäre auch eine Maßnahme, wie man das umsetzen könnte. Es gäbe bessere, also das ist wirklich so ziemlich der Worst Case, wie man es umsetzen kann. Und Axel Voss sagt auch, nee, die haben nie was gesagt, die haben Screenshots von LinkedIn und von WhatsApp, wie wir ihm Sachen geschickt haben, er hat uns Termine auch nicht gemacht, die er uns versprochen hat. Noch als Antwort auf deine Frage, ja, warum ist ein Werk einfach geschützt und der Benutzer weiß gar nicht, ob es geschützt ist oder nicht. Er muss grundsätzlich mal davon ausgehen, dass es geschützt ist und er kann nichts damit machen. Warum nimmt man nicht den Urheber in die Pflicht und sagt, wenn du willst, dass es geschützt ist, dann sage es,
eine Plattform einrichten, wo er die Werke hochlädt oder was auch immer, wo man kontrollieren kann, als Benutzer, ist das Werk geschützt oder nicht, dann eine Antwort erhält, es ist nicht geschützt, man kann machen, was man will. Das lässt das Urheberrecht und die internationalen Vereinbarungen nicht zu, aber das, in diese Richtung müsste die Lösung gehen, meiner Ansicht nach. Also du meinst eine Plattform, wo ich zum Beispiel ein Bild selber hochladen kann, dann sagt es mir, okay, ist das Urheberrecht geschützt oder nicht, und dann gehe ich auf eine andere Plattform, wo ich es eigentlich hochladen will. Das wäre ja kein Filter in der Form. Ne? Ich kriege die Info ja oder nein. Wir haben das heutzutage. Google, spezifisch YouTube macht das ja. Die haben tatsächlich diese Content-ID-Geschichte. Und das funktioniert halt eben, da sind wir wieder beim Thema Fair Use, das funktioniert halt nicht sauber. Im Gesetz ist es ja nicht vorgesehen, dass man, dass die Urheber das nicht blockt. Im Gesetz ist es nicht Aber er meinte eine unabhängige Instanz, dass eben die Filter selber nicht da sein müssen, weil bei YouTube sind es Filter, die am Laufen sind. Eigentlich könnte es die EU finanzieren, oder? Ja, solche schönen Content-ID-Spots hat bei EU Open Source, wäre doch eigentlich mal ein schönes Projekt, ja. Das Urheberrecht sieht nicht vor, dass die Autoren diese Plattform auch füttern müssen. Wenn sie nicht füttern, dass sie dann gar kein Urheberrecht geltend machen können. Ja, aber man muss aber sie dann verantwortlich machen? Das ist eine grundlegende Änderung im Urheberrecht und das ist weltweit so eine Konvention, das war in der Schweiz ausgearbeitet worden, die ist eigentlich schon falsch. Noch ein wichtiger Punkt zu dem Ganzen, es wird auch so sein, wenn ihr einen Livestream macht, ja, und da jetzt zum Beispiel ein Foto im Hintergrund ist, weg damit. Das wird sollte vom Uploadfilter erwischt werden. Das wäre von der Regelung vorgesehen. Also wirklich komplett realitätsfern. Okay, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, realitätsfern. ich wollte euch nur noch 2 oder 3 Minuten vom Mittagessen abhalten. Ich habe es jetzt 12 Minuten gemacht. Ich schäme mich sehr dafür, aber freue mich, dass die Diskussion so ja, emotional aber auch eben mit Inhalten geführt wurde. Der nächste Termin ist um 3 im nächsten Vortrag. Genießt das Mittagessen, genießt den Nachmittag, genießt die schöne Zeit draußen.